Hallo und willkommen zu meinem Video Lubuntu 12.10 Alpha. Ich präsentiere euch heute das noch unfertige Betriebssystem und zeige euch, was euch erwarten könnte. Der Display Manager bleibt vorerst unverändert, genauso wie der sehr schnelle und modulare LXDE Desktop. Der Standardbrowser ist Google Chrome. Die eingestellte Suchmaschine ist natürlich Google. Das gefällt mir nicht. Schlecht muhaha. Ein komplett freier Browser wäre besser gewesen. Und als voreingestellte Suchmaschine wäre XQuick oder DuckDuckGo auch besser gewesen. Aber das war schon in früheren Ubuntu-Versionen so. Schade, dass sich nichts geändert hat. Dateimanager bleibt nach wie vor PCMainFE 0.9.10. Insgesamt hat sich also noch nicht allzu viel verändert. Selbst das GTK-Theme bleibt vorerst das gleiche. Die Abspielprogramme sind Audacious und GNOME Player. Mein Programm ist MT-Band. Sehr schön für Kinder. Gefällt mir sehr. Was mir auch gut gefällt, ist das Ubuntu Software Center. Fast schon besser als das Ubuntu Software Center. Sehr elegant und einfach gehalten. Gefällt mir wirklich sehr muhahaha. Übrigens, Ubuntu läuft mit dem neuen 3.4 Kernel. Sehr schön muhahaha. Das freut mich. Leider hat sich bis jetzt äußerlich noch gar nichts verändert. Nicht mal das Hintergrundbild. Schlecht muhahaha. Denn das Auge ist auch in der Alpha mit. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen und ihr gebt mir einen Daumen runter. PS, eure Videos sind schlecht muhaha.